Hallo und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine weitere Sphäre freischalten könnt. Und zwar befindet sich die Sphäre, oder die Sphäre nennt sich, man muss hochmachen, die, das ist die Shakai Pavillon. Das ist nämlich die Sphäre, wo ich jetzt euch zeige, wie ihr die freischalten könnt, weil es ist so ein bisschen tricky, wie ihr das machen könnt oder müsst, weil an sich so einfach kommt man da eigentlich nicht drauf, weil man kann die Ini schon sehen, wenn man ganz hier unten, ich glaube hier ist, wo der Corso ist, da müsste irgendwo so ein kleiner Spalt sein, da könnt ihr schon durchgucken, da könnt ihr auch schon die Instanz Sphäre sehen, aber ihr kommt da nicht durch, ist egal welchen Charakter ihr benutzt. So, aber jetzt zeige ich euch ja, wie das Ganze funktioniert oder wie ihr denn die Ini freischalten könnt oder dahin kommt, um die freizuschalten. So, dazu portet ihr euch nämlich hier hin, hier zu diesem Teleporter, portet ihr euch in, so, und dann das Ganze mit der Kanone. So, das heißt, ihr holt euch dann ein Granum, geht hier hin, aktiviert die Kanone, so, und dann müsst ihr natürlich hinsteuern. So, und so wie ich jetzt hier die schon hatte, also so die Steuer, also so ausrichten. Und dann müsst ihr einfach nur auf dem Abfeuern klicken. So, und wenn das alles korrekt war, dann bekommt ihr einen Erfolg, weil dann ist die Ini freigeschaltet. So, und dann könnt ihr nämlich schön genüsslich da hinten zur Ini hingehen. Mal kurz voll machen. So, und dann geht er mir schön genüsslich zur Ini, nehme ihn herüber. Ich hoffe mal, ich schaffe das wirklich. Wird doch ein bisschen weit. Ja. Wird doch ein bisschen knapp. Nein, kurz vorm Ziel ersoffen. Kurz vorm Ziel ersoffen. Kurz vorm Ziel ersoffen. Das war geil. Falsch berechnet. Bisschen zu viel gerannt. So, dann kommt ihr nämlich hier hin. Also von darüber ganz normal, nicht so wie ich jetzt schwimmen. Schon ein bisschen von sicher Weg nehmen. Ja, und dann ist natürlich hier jetzt das Loch. Und ihr könnt hier rein. Die Ini freischalten. Und hier dann noch, wenn ihr brennt, dann war hier dann noch ein Elektrokolossen drin. Und ja, der Einsame. Ja, und das war es jetzt. So, der wäre, wie ihr die freischalten könnt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich kann auch ein bisschen weiterhelfen. Ja, euer Stern, der sagt ciao. Und man sieht sich das nächste Mal, wer so hört sich. Hört sich das nächste Mal so. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier bei der Inner Summa auf den drei Inseln.